Es ist nicht so, wie es aussieht. Er zwingt mich, beste Freunde-Fotos mit ihm zu machen. Keine Sorge, Kumpel. Ich helfe dir. Ich bin dein größter Fan auf der Welt. Würdest du mir bitte, bitte einen Gefallen tun? Für einen Fan alles. Wenn das so ist, könntest du Patrick gehen lassen? Nein. Seit du Bikini Bottom ins kosmische Chaos gestürzt hast, haben alle Besucher diese einst so schöne Oase des Vergnügens verlassen und mit ihnen auch ihre Bewunderung für mich. Was passiert mit einem Handschuh, den niemand liebt? Man zieht ihn aus. Hör auf, ihn zu ersticken. Jetzt ist mir alles klar. Sogar der beste Handschuh wird kalt. Dir wird das nicht passieren, Handschuh-Heini. Halt durch, Patrick! Ich komme! Zeig dem Handschuh, wer hier der Boss ist, SpongeBob! Geh nach Hause, Schwamm! Er liegt auf die gruselige Hand, SpongeBob! Alter! Meine Güte. Du musst so groß sein, um Patrick zu retten. Geh nach Hause, Schwamm. Hör nicht auf die gruselige Hand, SpongeBob. Oh, jetzt habe ich es wieder abgelegt, ich Vollwurst. Alter, warum drücke ich den falschen Knopf? Meine Güte. Wo muss ich denn hin? Ach da. Aua! Mann ey, warum kommt das Vieh immer wieder?
bin fast da, Patrick! Du schaffst das, Kumpel! Du stehst ja vollkommen frei! Oh, ist das schnell? Ich bewundere dich, Handschuh Heini. Aber du lässt mir keine Wahl. Ja, was soll ich denn? Achso. Es ist schwer mit anzusehen, wie die Helden deiner Kindheit am Boden zerstört sind. Keine Sorge, Patrick. Ich habe was dabei, das unseren Freund aufheitern wird. Eine Thaddäus-Actionfigur? Noch besser. Du hast eine ganze Welt voller Freunde. Du hast recht. Ich habe eine Welt voller Freunde. Sie lieben mein erstarrtes Lächeln und meinen eindringlichen leeren Blick. Danke. Ich wusste immer, dass du mich holen kommst, SpongeBob. Ich werde dich nie wieder aus den Augen lassen, Patrick. Du bist mein allerbester Freund. Keine Sorge, Handschuh-Heini. Ich sorge dafür, dass in Bikini Bottom wieder alles normal wird und Besucher in die Handschuhwelt kommen, um dich so zu lieben, wie wir es tun. SpongeBob? Geblieben, du giftgelber Umweltsünder! Mehrere Quellen derselben größenwahnsinnigen Stimme haben uns berichtet, dass du für all diesen Müll um die krosse Krabbe und den Abfalleimer herum verantwortlich bist. Heb ihn auf oder du kommst in den Bau! Wow, ich habe keine Ahnung, woher der ganze Müll kommt, aber ich hebe immer gerne Zeug auf. Außerdem kann ich so mit Bikini Bottoms edelsten Arbeitern zusammenarbeiten. Den Müllmännern. Ich bin dabei. Ups. Und dann? Ach du Schande. Drauf oder was? Alte Witze. Ach so, hier gibt's auch noch. Fühlt sich gut an, den Ozean zu säubern. Er lässt so viel Müll hier. Alles sauber. Zeit, den Müll dahin zu bringen, wo er hingehört. Wir haben heute wirklich viel geschafft. Also, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Warte, Patrick. Sollten wir Cassandra nicht das restliche Gelee bringen, damit sie alles in Ordnung bringen kann? Oh, klar. Ich denke, dafür habe ich noch Zeit. Da hast du noch mal Glück gehabt. Lass ja nicht zu, dass sowas noch mal passiert. Wen will ich hier veralbern? Wir werden fast jede Woche gerufen. Wenigstens hat das Dessert diesmal nicht Jagd auf uns gemacht. Bitte, SpongeBob. Du musst meine kostbaren Schätze finden. Perla, die große Krabbe.
und meine Pennies. Ich entlohne dich auch mit ganz viel Respekt. Als ich wieder zu Hause war, habe ich aus Freude Dreck gegessen. Gebe ich gern zu. War gar nicht schlecht. So soll ja immer noch Gary verkleinern irgendwie. Da oben ist auch noch die Seite. Ein kleiner Klapp reicht schon. Denk dran, etwas auf mich zu schreiben. Oh, das hätte ich fast vergessen. SpongeBob Schwammkopf, diesmal hast du es zu weit getrieben. Sieh an. Seine königliche Majestät lässt sich endlich blicken. Diese Scharlatanin ist in mein königliches Badegemach eingebrochen und hat meine Blasenseife gestohlen. Sie stellte nie eine Gefahr dar, bis du, Naivling, sie dazu befähigt hast. Weißt du eigentlich, wie mächtig sie sein wird, sobald sie genug Gelee hat? Schweig! Ich bin jetzt die Königin der Meere und mit der Macht des kosmischen Gelees werde ich die Meere nach meinen Wünschen umgestalten. SpongeBob, ich dulde deine lästigen kleinen Missgeschicke ja schon seit Jahren, aber jetzt reicht es mir. Deinetwegen wurde ich entführt, musste wieder lernen, wie man spricht, und mein Klo ist mit Gelee verstopft. Genug ist genug. Weißt du was? Es könnte schlimmer sein. Ich nehme einfach den Pömpel. Du bleibst hier, mein zauberhafter kleiner Wutbürger. Du eignest dich wirklich perfekt als mein neues Haustier. Es ist soweit, Patrick. Meine Wünsche haben vielleicht die Welt ausgelöst. Aber Cassandra ist diejenige, die verrückt geworden ist. Es wird Zeit, sie ein für alle Mal aufzuhalten und unsere Freunde zu retten. Cool dabei auszusehen. Und was mache ich hier? Los, werf schon her. Whoa!
Wuhu! Wow! Ein Haufen nützlicher Dinge. Thaddäus, schön, dass du wieder der Alte bist. Was ist passiert? Und warum schmecke ich Gelee in meinem Mund? Das muss ich dir lassen, SpongeBob. Du hast geschafft, woran die königliche Wache gescheitert ist. Du hast Madame Cassandra gefasst. Du hast sie zwar auch erst dazu ermächtigt, uns alle zu vernichten, aber das ist Gelee von gestern. Als Belohnung für deinen überragenden Mut gewähre ich dir noch einen allerletzten Wunsch. Wähle mit Bedacht. Nach all dem gibt es nur eine Sache, die ich mir wünsche, und das ist... Das war lustig! Ich wünschte, wir könnten das nochmal erleben! Patrick, nicht! Einige Sekunden später. Dank dir ist alles wieder in Ordnung, oder? Die Geschichte ist vielleicht abgeschlossen, aber es gibt immer noch eine Menge zu entdecken. Schalte Kostüme frei, erhalte Auszeichnungen, spiele die Bosskämpfe noch einmal durch, erkunde die Wunschwelten, stelle dich allen Herausforderungen so, was? Schau nach, ob die Bewohner von Bigitty Bottom deine Hilfe brauchen. Aha. Oh, das war dann wohl der Endbusskampf. Und dann sind wir hier wohl durch. Oh ja. Interessant. Okay, das war es dann wohl mit SpongeBob.